Äpfel, soweit das Auge reicht. In diesem ländlichen Teil der nordfranzösischen Region Normandie gibt es viele solcher Apfelplantagen. Warum sie so wichtig für die Region sind, will ich mir anschauen. Ich bin Megan Lee von Euromax. Diese Region gehört zu Frankreichs größtem Gebiet für den Apfelanbau. Die Äpfel werden nicht nur exportiert, sie werden hier auch zu Obstbrand und Cidre verarbeitet. Und um den geht es heute. Ich bin unterwegs auf der sogenannten Cidre-Route. Ihren Namen verdankt sie den Apfelschaumweinproduzenten entlang der 40 Kilometer langen Rundfahrt. Mein erster Halt ist das Anwesen Domaine Dupont. Dieser Familienbetrieb hat sich auf Cidre spezialisiert. In meiner Heimat wird Apfelschaumwein auch in dieser Jahreszeit produziert, allerdings ohne Alkohol. Darum will ich wissen, wie er hier gemacht wird. Vier verschiedene Apfelsorten werden für den Cidre verarbeitet. Alle von Hand gepflückt, gewaschen und für das Keltern sortiert. Der gewonnene Saft muss dann noch gären. Nach der Flaschenabfüllung liegt der Alkoholgehalt zwischen 3 und 5%. Mathieu Chevrier arbeitet auf dem Gut und weiß, warum gerade diese Region führend in der Cidre-Produktion ist. Das liegt am besonderen Klima, nass und mit hoher Luftfeuchtigkeit. Und natürlich am Boden. Wir haben Lehmboden hier und zusammen mit der Feuchtigkeit ergibt das sehr kleine Äpfel mit viel Aroma. Durch das Pressen bekommen wir Most. Dieser trübe Saft ist wichtig und wir lassen ihn 4 bis 5 Monate lang gären. Jetzt will ich mal probieren. Sehr fruchtig, fein und nicht zu süß. Nein, denn es ist Cidre. Ja, Cidre. Weiter geht es auf der Cidre-Route zu meinem nächsten Halt fürs Mittagessen. Etliche kleine Städte liegen auf der Cidre-Route. Ich komme gleich in Combremer an und das soll einen ganz eigenen Charme haben. Combremer ist ein Dorf mit gerade mal 1350 Einwohnern. Zu den Attraktionen gehört das Restaurant Au Petit Normand. Hier werden Spezialitäten serviert, die gut zum Apfelschaumwein passen. Heute steht Kalbfleisch in leichter Cidre-Soße mit Pilzen und Kartoffeln auf der Karte. Die eher herzhaften Fleischgerichte werden mit dem Apfelwein verfeinert. So entsteht ein besonderer Geschmackskontrast. Gekocht wird ausschließlich mit heimischen Produkten und dazu gehört natürlich auch der Cidre. Das ist eine gelungene Kombination. Die Soße hat eine leichte Süße und man kann den Apfel noch schmecken. Der Cidre ist besonders fruchtig. Und zusammen ist das eine leckere Kombination. Mein nächster Halt ist das Château du Breuil. Hier wird eine weitere Spezialität der Normandie produziert. Cidre ist nicht das einzige bekannte Getränk der Region. Dazu gehört auch der Calvados, ein Apfelbranntwein, über den ich mehr wissen möchte. Seit 1954 wird auf diesem Gut Calvados gebrannt. Und ähnlich wie beim Champagner darf nur Apfelbranntwein aus festgelegten Anbaugebieten als Calvados bezeichnet werden. Was ist der Unterschied zwischen Cidre und Calvados? Calvados ist ein Apfelbranntwein und ist ganz anders als Apfelschaumwein. Denn dafür lässt man den Cidre viel länger im Tank gären. So hat er weniger Säure und sprudelt auch nicht genug, um ihn zu trinken. Danach wird er destilliert und wir erhalten Calvados, den wir noch reifen lassen. Zum Vergleich, Calvados hat einen Alkoholgehalt von 40 bis 45%, deutlich mehr als Cidre. Nehmen Sie lieber erst nur einen kleinen Schluck. Santé. Wow. Der ist stark. Erstaunlich, wie vielfältig diese kleine Frucht sein kann. Meine Reise auf der Cidre-Route geht langsam zu Ende. Nun, wo ich mit eigenen Augen gesehen habe, was hier alles aus Äpfeln gemacht wird, ist mir klar, wie wichtig diese Frucht für die Region hier ist. Ich muss mich jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.